So, und weiter geht's weiter mit Need for Speed, Hot Pursuit Remastered. Was haben wir denn noch so offen eigentlich? Ist hier unten eigentlich alles frei? Hier haben wir noch ein Highway Battle. Das haben wir noch nicht ganz frei. Hier sind wir komplett durch. Hier sind wir komplett durch. Hier ist noch ein Hot Pursuit. Hier ist noch eine Hetzjagd. Hier ist noch ein Hot Pursuit. Also noch ein paar Rennen sind offen noch, ja. Hier oben sind wir fertig. Also wir haben keine Zeit fahren mehr. Wir haben nur noch so nur Zeugs. Okay, dann fangen wir damit an. Und dann fahren wir mit Calm Before the Storm. Hot Pursuit. Los geht's. Wir müssen es eh um ans Ende fahren. Und dann schauen wir wieder weiter mit dem Bugatti Veyron. So, wir haben volle Lotte Zeugs dabei. Wieder für die ersten drei, das ist das Wichtigste. 5 Nagelbänder, 5 Störsender, 3 Turbos und 5 EMPs. Kilometer. Dann sind das nur diese drei Autos. Okay, das sind 4 Autos sind insgesamt. Gut, dann soll es durchaus machbar sein, mit die ersten drei zu kommen. Aber was heißt hier machbar? Wir haben, glaube ich, nicht ganz umsonst das Zeug bekommen. Bleib mal bitte da hinten, Kollege. So, die Einheiten haben wir. Bevor ich zu gehen, haben wir noch nicht freigeschaltet, dürfen wir noch nicht einsetzen. Sorry, das war keine Absicht. Ach, das war gut. Das war meine eigene Doofheit. Den hätte ich sehen müssen. Der Miguel Clement, der drückt natürlich auch noch sich durch. Wenn wir keine Cops als Gegner haben, das ist. Aber das. Na gut, dann möchte ich dich jetzt beschreien. Dann nehmen wir den EMP-Treffer für den Kollegen. So, 3 Treffer. Gut, das Rennen heißt. Oh, Glück gehabt, dass der da schön reingequacht ist in den Innenverkehr. Wir haben noch 19 Kilometer vor uns. Jetzt kommen die Cops. Digga, ich hätte was erwartet. Wow! Okay, das sind ein paar. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Okay, den ersten haben wir schon mal weg. Das sind immer die McLaren, wenn ich es richtig gesehen habe. Das war mir fast klar, dass du mir einen mitgibst und mich in den Gegenverkehr crashst. Aber warum eigentlich auf mich jetzt? Lass mich in Ruhe. Alle Einheiten aufgepasst. Ich setze dich abgewechselt. So, den hat auf jeden Fall gesessen, mitgegeben. Zentrale, wir benötigen eine Straßenstelle. Und dass ich jetzt gerade am meisten ärgert, dass ich wieder, dass ich derjenige bin, der einen mitkriegt. Behaltet eure Route bei. Meine Fresse, aber nur jetzt gehen sie komplett auf mich. Schnelle Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Ja, Zielfahrzeug. Ich habe kaum noch Leben. Ich bin nur 60 Kilometer und muss einfach mal an die Typen noch drankommen. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Auf jeden Fall eingesetzt. Die jagen mich jetzt durch die Gegner. So, ich das richtig gesehen habe. Und nicht nur mich. Zentrale, ist der Nutzer. Ich bin für Einsatz eines Nagelbahns. EMP
Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Alle Einheiten, Straßensperre außer Gefecht gesetzt. Verdächtiger ist unterwegs auf dem Southgate Trail. So, die haben wir weg, die zwei. Aber wo ist der Führende? Ist der da vorne an dem Cockpit drin oder wo ist der weg? Ist der mir da vorne komplett rausgezogen gerade? Dann kommen wir irgendwas zur Grundnummer zurück. Dann noch 8 Minuten, 8 Kilometer vor uns. Zentrale Bitten um Genehmigung für ENP-Einsatz. Okay, der Helikopter ist frei für euch. Müsst ihr jeden Augenblick über euch auftauchen. Roger, Luftverfolgungseinheit leitet Einsatz ein. Verfolgung eines blauen Bugatti. Ah, schon klar. Verkehrsunfall, wiederhole. Verkehrsunfall. So, der Kopf ist zerlegt. Ich brauche den Rettungsdienst. So, auf jeden Fall ist der Kopf zerlegt gerade damit. Nagelband hat Ziel verfehlt. Ah, welche eine Überraschung, dass ich natürlich wieder irgendwo reinquetsche. Hey, du brauchst aber auch 5 Jahre, bis du da. Verdächtiger, versucht mich von der Straße zu drängen. Ah, oh, meine Fresse, warum muss man immer Millimeter noch davor rüberziehen? Verdächtiger hat einen Unfall, wiederhole, Verdächtiger hat einen Unfall. Man fährt aber auch. Verdächtiger hat das Nagelband umfahren, wiederhole, Verdächtiger ist dem Nagelband entkommen, Verfolgung fortsetzen. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Melde eigene Schäden. Verdächtiger hat das Nagelband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nagelband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Zweiter, naja. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir die Aufgabe geschafft haben, das Ziel erreicht haben. Zweiter sind wir geworden am Ende. 6 Minuten 22. War aber auch viel Glück dabei, weil der Lechter am Ende nochmal auch nicht gescheppert hat. Aber egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Das ist, die Hauptsache, ja. So, 2,65 kriegen wir den Aufstieg, Rang 15. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht hin, ne. Das Auto kriegen wir auch nicht freigeschaltet, damit sind wir auch durch mit dem Rennen. So, dann nehmen wir da die Hetzjagd hier noch mit. Momentan fahre ich nur mit dem Bugatti, aber ja, das Auto tut's auch momentan echt. So, 6 Nagelbänder, 2 Störsender. Unser Ziel ist es, das Ding auf 4,31 zu Hause zu bringen. 3,38 für Gold. Naja, schauen wir mal. Neunzehn Kilometer sind das hier heute. Keine Sorge, wir kriegen gleich doch Besuch. Das ist hier eine Hetzjagd, das ist quasi ein Zeitfaden mit Kopf. So,
sollen wir hier? Apollo 1. Gamper hat also Apollo 1 noch nicht. Zentrale, bitten um Genehmigung für EMP-Einsatz. Ja, Luftunterstützung ist unterwegs, müsste gleich da sein. Luftunterstützung ist klar. Roger, 10-1-7-4 im Fahren, kommt dabei. Klärung, Einsatz. Ich stehe nichts. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. An alle Einheiten, das Kommunikationssystem ist gestört. So, damit hat sich dann hier auch mal erledigt, mein Freund. Gut, Glück gehabt. Dass der irgendwie noch in der Katze mit drin war. Ich hab's nicht erfahren, vielleicht von rüber gefahren, aber gut. Aber soll mir mal recht sein. Ich denke, das ist vielleicht sogar das einzige Auto noch war. Ich habe ja Glück jetzt, dass wir durch sind jetzt. Nur 10 Kilometer. Und ein scheiß Lieferwagen vor der Nase. Schnelle Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Ich glaube, der nächste. Na gut, okay, so zum Thema. Wir haben vielleicht diese Glück. Verdächtiger hat das Nagelband verfehlt. Hofft alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation hat sich geweiht. So, jetzt ist der Bugatti auch down. Vor der irgendwie groß mich ärgern könnte. Das Nageband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nageband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Die Frage ist, wie viele Autos schicken sie auf die Strecke? Da ist zumindest nur einer. Und auf Gold werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Na gut, der Quisch. Kam noch hinterher. Ich glaube, ich habe es nicht rechtzeitig ziehen können. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Hält eigene Schäden. Scheiße. Ich habe den schön weggedreht und hauen wir dann selber in den Scheiß. In den Begrenzungsposten. Aber wir haben leider noch 2,8. Fahrzeug ist beschädigt. Nageband hat die Fahrzeug nicht abgebremst. Oh, wir haben nur noch 1,1 Kilometer. Wir haben ihn verloren. Verdächtiges Fahrzeug hat schwere Schäden. Lange hält er nicht mehr durch. Ja, das war's. Jetzt hat er mich. Ein Kilometer vom Ziel hat er mich dann am Ende doch gekriegt, weil ich den nicht ausschalten konnte. Fuck! Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. Schade, ich hätte den so gern mitgenommen, den Typen. Aber der hat es immer wieder geschafft, mir dann noch einen reinzudrücken. Immer wieder hat er mir dann geschafft. Ich hatte die scheiß Nagelbänder nicht setzen können, weil ich 3 oder 4 habe ich alleine verfehlt. Und immer wieder hat er mir dann noch einen reingedrückt. Ich bin auch ein Verkehrsteilnehmer, den scheiß Lieferwagen, ich weiß Begrenzungspfosten, das hat vielleicht besser alles gepasst. Vor allem war ich selber, war die Zeit auch schon abgelaufen, das ist halt zu kotzen gerade. Okay, fahren wir doch mal.
Verdächtiger hat mich gerammt. Tja, das war, war auch die Absicht dahinter. Dass ich da zumindest mal ein bisschen noch ein Mittel hinbekomme. Ja? Ja, da vorne jetzt. Okay, der ist vor mir gespawnt. Na gut, das hat sich jetzt gerade erledigt für den Typen. Der konnte schon mal nicht mehr groß Ärger anrichten. Ich hab's gesehen. Verdächtiger hat das Nadelband umfahren. Wiederhole, Verdächtiger ist dem Nadelband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Verdächtiger ist unterwegs entlang der Freeport Road. Jetzt habe ich zumindest mein Auto vor mir. Du gehst über den Flee. Du gehst über den Hub, über den Flughafen. Okay, dann nehme ich mal hier die Abkürzung ein bisschen Offroad, weil der Heli die Straße zumacht. Nagelband hat hier nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. So, da kommt der Bugatti. Das war auch wichtig, dass ich den noch gesetzt habe. Aber der Kopf ist zumindest schon mal da und der hat auch noch nicht den Schutz mitbekommen. Scheiße. Ist so weit rüber gekommen. Aber den nehmen wir mal mit, den Typen. Ich hab lange von ihm sonst gefeuert. Die hat's mächtig erwischt. Brauchen sofort Rettungskräfte. Verdächtiger zuletzt auf dem East George Freeway gesichtet. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Das ist keine Absicht, sondern... So, damit ist das Thema mit dem Nagelband, mit dem EMP auch erledigt. Also ich vergesse eigentlich, dass wir jetzt kein EMP mehr haben. Oh, den Kopf hat zerstört, jawohl. Verkehrsunfall, wiederhole, Verkehrsunfall. So, wir haben noch aktuell 3,8 Kilometer, momentan war es ein bisschen besser als eben. Scheinbar, gefühlt zumindest. Wir haben noch zwei Nagelbänder, wir haben noch eine Störsender. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Das Problem, jetzt kommen nämlich ein bisschen mehr Einheiten. Oder habe ich jetzt tatsächlich meine Ruhe? Ziel ist in einen Tunnel gefahren. Wir versuchen ihn auf der anderen Seite abzufangen. Ja, es wird nichts auf selber werden. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Aber wir haben es geschafft, das ist das Allerwichtigste. Zwar nur Bronze, aber wir haben es geschafft. Und wir hatten tatsächlich ein bisschen mehr Leben und kamen ein bisschen besser durch. Eben kam man nämlich nicht durch. Wir haben es eh nur auf Bronze geschafft. Dadurch war das Problem mit dem ganzen Kopf die ganze Zeit. Aber naja, wichtig ist, haben wir es geschafft. Neues Level 200 bei 265. Aber die haben wir auch noch nicht frei. Gut, aber egal. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Maserati Pomfar mit Serie. Quattro Porto Sport GTS haben wir noch freigeschaltet. So, dann sind wir auch da durch. Hier noch ein Hot Pussy, da noch ein Rennen. Hier haben wir noch ein Duell vorne. Warte mal, ich sehe gerade nur vier Rennen. Sehe ich das jetzt gerade richtig? 4, 2, 4, 5. Sechs. Gefühlt sind es doch 6 Rennen, wenn ich es richtig sehe. Na, dann können wir sogar doch heute komplett durch.
Ja, eigentlich müssen wir es durch sein, ne? Das dürfte nicht mehr so viel sein. Hier 2. Coral Bay. 3. Oakmont Valley. 5. 6. 7. Ja, es sind noch 7 drin. Weil der auf 15 gezählt hat, aber ich weiß nicht, wie sie zählt. Gut, dann fahren wir als nächstes hier ein Duell. Das möchte ich mir gerne mal angucken, noch schnell. Ich guck mal gerade, wo es war. Hier ist ein Rennen. Hier ist noch ein. Hier sind wir fast alles auf. Fast alles sogar auf Gold. King of the Road fahren wir noch. Ja, das sind nicht mehr viele. Ich denke mal, wir können sogar heute nochmal komplett durch. So, weil. Wir behalten unseren Bugatti, würde ich sagen, wenn es möglich ist. Ja, nehmen wir den. Schau mal den an, ich halte mit den anderen. Der Grand Sport stellt in puncto Luxus und Fahrleistungen den Kompromiss. Ja gut, den kennen wir ja schon. Aber wie gesagt, wir fahren das Duell jedoch, dann müsste man nur Zweiter werden, das ist das Wichtigste. Und dann haben wir das auch soweit safe. Mein Ziel ist es natürlich wieder auf 1 zu kommen, aber mal gucken, kriegen wir wahrscheinlich nichts. Vielleicht kriegen wir es hin, mit ein bisschen Glück. Ja. 22,8 Kilometer sind das insgesamt. So, was haben wir als Gegner denn? Königsegg. Ei, ei, ei. Da wollte er ein bisschen. Ich will driften. Ich will ein bisschen in den Windschatten gehen. Ich spare mir auch ein bisschen Nitro auf, weil das Ende noch am Ende. Dafür das jetzt rennen und das haben wir fast klar. Der kommt durch, ich gehe rein. Ich kam aber nicht mehr rüber bei der Geschwindigkeit. Ruhe verkopft irgendwie. Schön. Dass nicht nur ich den Fehler mache, einbaue, sondern auch die KI mal einen kleinen Fehler mit einbaut. Das ist ja eine Überraschung, dass da doch irgendwie ein Auto hingespawnt werden muss. Ne, das ist normal so. Wenn du machst die KI-Fehler, musst du natürlich doch mal einen dickeren Fehler einbauen. Ich meine, wie gesagt, selbst wenn man ja Zweiter, also die 10.000 hier haben wir sicher, wenn wir das Ding überleben. Jetzt sieht es natürlich, das auf Gold mal wieder hinzukriegen. Momentan sind wir ja nur auf Silber. Da ist wieder ein kleiner Fehler drin gewesen von ihm. Ah, das ist gut, dass wir beide ein bisschen nicht zusammenfahren gerade. So, 11 Kilometer noch. Oder 11,5. Das ist das letzte Rennen noch für heute. Mal schauen. Da wir das Ding safe in der Tasche haben. Ich fahre fahr die Duells am liebsten. Und wir die definitiv nicht wiederholen müssen. Manchmal würde ich die freiwillig um die. Manchmal tue ich die freiwillig mir ein, um das Ding wirklich auch noch Gold zu machen. So, 10 Kilometer noch hier.
falls du bewusst bist, du im Gegenverkehr. Klar, es ist sogar riskant, weil dein Auto entgegenkommen kann. Aber ich nutze mir das so ein bisschen Nitro zu laden. Ja, da versucht er selber ein bisschen zu drücken. Ich drehe mich jetzt gerade ein bisschen, sorry, dass ich jetzt wenig quatsche. Hier ist einer nur, ne? Ja. So, 4,5 Kilometer noch. Weiter im Dinge. Schön über. Schön durch die Serpentine hier durch. Fresse. Leider nicht weggedrückt. Na, ich befürchte, dass das der entscheidende Fehler war gerade. Wenn ich einen kleinen Fehler mit einbaut, denke ich mal, ist das Thema da. War es das? Der Abstand ist ziemlich groß. Wenn das bisschen Scheck ist, ist es echt zu groß. Der macht keinen Fehler mehr. Der ist durch. Scheiße! Ja, König CCX, XR war der Erste. Das hat er leider geschafft. Der Abstand ist sehr groß gewesen. Na, ein Fehler dann gemacht. Dann hat er mich da weggedrückt. Und das war sein entscheidendes Teil. Naja, egal. Wichtig ist, dass du die Aufgabe geschafft hast. Schade, schade. Ich hätte den so gern mitgenommen. Na, ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen, oder? So, dann machen wir Feierabend heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.